Hallo und willkommen bei Elli bastelt. Ja, was bastel ich denn heute? Ich habe eine Nachricht erhalten, einen Wunsch von Frau Kuckuck. Ob das nun der richtige Name ist, Entschuldigung, oder nicht, das weiß ich nicht, ist mir nicht bekannt. Aber die Dame bat mich darum, doch wieder mal etwas mit Bling Bling zu basteln, da nicht nur ich und sie das schön finden, sondern auch ihr 5-jähriger Sohn, beziehungsweise weil der jetzt auch demnächst Geburtstag hat, sollte ich ihr doch etwas zeigen. So, und nicht nur für sie, sondern eben auch für alle, die das auch schön finden. Und da habe ich mir was überlegt. Wenn er jetzt gleich Geburtstag hat, muss es ja eigentlich ein bisschen schnell gehen. Und ich gucke mal auch manchmal auch ein bisschen auf den Preis, dass es preiswert bleibt. Und ja, ich habe hier schon die Bling-Bling-Steine. Und damit fangen wir auch an. Und zwar mache ich heute einen Bilderrahmen mit Bling-Bling. Wie das Ganze aussieht, kann ich euch zeigen. So, ist es in Gold? Ist es jetzt kein Bild drinne? Ich muss es so halten, sonst spiegelt sich das ja wieder von dem Video. So, und wenn man das jetzt aber auch, das kann man auch noch teilen, hier so, dann würde es so aussehen. Ein kleines Foto, noch ein kleines Foto. Mama und Papa oder der Hund und die Katze oder was eben für Tiere ihr zu Hause habt. Und dann kann man das, ich habe hier hinten, weil das sind ja diese Billigrahmen, die kosten ja nicht viel, ein ganzes Set habe ich da damals geholt, ich kann aber den Preis jetzt nicht mehr sagen, aber ein so ein Bild kostet wirklich nicht 50 Cent oder so ein Bild, so ein Rahmen hier. Der ist dann ohne Bling Bling und mir ist leider, ich habe alles schon beklebt, ich kann euch das nicht mehr zeigen, aber ich habe noch eine Scheibe in dieser Größe. Und das könnte man jetzt machen. So, und dann habe ich natürlich hier mir Bling-Bling-Steine damals bestellt im Internet. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es bei Amazon war oder ob es bei dem Chinesen war. Aus Chinatown, wie auch immer. Die muss man natürlich dann auch erst zurechtschneiden. Es gibt aber auch welche, die habe ich hier gekauft. Weiß ich nicht mehr. Die sind selbstklebend. Jetzt muss ich aber erstmal meine Brille aufsetzen, sonst kann ich nichts sehen. Das ist alles in Englisch, okay. Aber trotzdem müssen wir es ja irgendwo aufbekommen. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. So. Komm raus. Die sind jetzt hier, ist Bling Bling. Ist jetzt an mich hinter Gittern. Oh, Elli hinter Gittern. Bloß nicht. Und die kann man abziehen. Und wo ist denn jetzt die Scheibe? Die ist hier. Und kann man dort aufkleben. Ja, man braucht natürlich auch eine etwas ruhige Hand. Ich hatte hier mal eine Nachbarin aus der Gegend, nicht aus meinem Haus, sondern aus der Gegend, die hat sich das angeguckt und dachte, oh, sieht ja toll aus. Aber wenn man näher dran steht, nicht mehr. Ja, weil das eine oder andere sah, war ein bisschen schief, so wie jetzt hier, ist auch ein bisschen schief. Aber dann ist es so. Ist schon mal schön. So, und wenn ihr jetzt hier für das Mäuschen. Ich mache das mal wieder ab. Was nicht gefällt, wird wieder abgemacht. Oder auch nicht. Doch, es geht ab. Aber ist schon etwas schwer, wie ihr seht. Ich will es wieder hier rankleben, weil ich das jetzt hierfür nicht haben möchte. So. Und das letzte auch noch. Oh, das ist schief, okay. Hatte ich ja gerade drüber gesprochen. Ja, und die Nachbarin, solche Nachbarn sollte man sich nicht mit anfreunden, die immer nur Negatives sehen und sagen. So, es gibt diese,
Also Bling-Bling-Sterne gibt es ja in verschiedenen Farben. Ich habe sie in Gold, in Rosa, in Blau, in Silber, verschiedene Farben halt. So, und nur so raufkleben. Da muss ich mir ja mal zeigen. Nur so einfach raufkleben. Ist nicht schön, wenn ich das selber nochmal da mache. Warte mal. Schaut mal, wenn ich das jetzt hier auch noch, dann habt ihr nur einen dünnen Streifen. Also, wie ist denn das jetzt hier? So, aber es gibt ja die glorreiche Erfindung der Schere. Ich habe hier auch noch eine kleine Schere. Mal gucken, wie machen wir denn das jetzt? Ich denke mal, zwei reichen, wa? Zwei. Wenn ihr von diesem, wie viel sind hier drauf? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich werde mal jetzt, oh, hier ist schon angeschnitten. Ist egal. Ach, auf dieser Schere kann man ja reiten, ohne sich zu verletzen. So, das hat geklappt. Also zwei, wenn es zwei so eine Reihen sind, ist das ausreichend. Siehst du? Und setzt hier ringsherum dann ein Bild rein. Und diese Billigrahmen, die sind ja von hinten, sehen die ja noch nicht so attraktiv aus. Und wenn man das, entweder man hängt es an die Wand, ist richtig, oder aber ich habe mir hier das so selbst gebastelt, würde ich aber auch als solches nicht mehr so machen, sondern einfach nur mit einem Heißklebestift und dann da anmachen halt. So, ich wollte jetzt hier weitermachen. Wo haben wir denn den Anfang? Hier ist der Anfang. So, so, so und nicht anders. Dann werde ich das jetzt hier abmessen. Das ist bis hier. Genau. Packen wir beiseite. Dann werde ich Zweier reinschneiden. Naja, man muss schon manchmal hingucken, was man macht. Und noch eins. Dann zeige ich, wie das denn rechts und links aussieht. Links und einmal rechts. Siehst du so? Bleibt mal, jetzt ist ja noch nicht festgeklebt. Und dann in der Mitte das Bild. So, wie kriegen wir das denn jetzt fest? Anspucken reicht nicht. So, ich habe damals, wie ich meine Bilderrahmen gemacht hatte, habe ich Sekundenkleber genommen. Ich wollte jetzt eigentlich das probieren mit dem Heißklebestift, also eine Klebepistole. Aber ich habe gesehen, ich habe noch etwas hier von diesen. Och, Kinder, ich habe es schon mal aufgehabt. Na, also, ich habe noch ein bisschen, ist sogar von Uhu. So ein, könnt ihr gar nicht sehen, könnt ihr gar nicht lesen, siehst du. Ah ja, so jedenfalls. So, ob das jetzt reicht für dieses, keine Ahnung. Entweder ihr macht das hier schon drauf, auf diese Scheibe, oder aber hier drauf. Ich finde es hier besser. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, meine Bastelbox ist hier. Und hier ist eine Unterlage. Ja, damit ist immer, wenn ich Klebe gemacht habe. So. Andersrum. Ich versuche es einfach mal. Ist jetzt wieder mal. Ach, hier ist noch gar nicht offen.
Vielleicht müsste man mal etwas doller drehen. Ah ja. Und dann bekommt man was raus, oder nicht? Das ist der Vorführeffekt, wa? Ach, das hat auch noch runtergefallen. Ach, naja, jetzt suche ich nicht. Mein Teppich ist nämlich dunkel und ehe ich den dunklen Verschluss finde. Ihr macht das einfach ein bisschen drauf. Ich sage mal die erste Hälfte. Ihr könnt natürlich auch, ich habe mir das gestern so im Bett überlegt, bevor ich eingeschlafen bin, man kann natürlich auch zweiseitiges Klebeband nehmen. Einmal für die Scheibe und einmal hierfür. Na, ob das jetzt hält, das ist so wenig. Komm mal raus. Ah, jetzt kommt's. Ich mache erstmal ein Drittel, das geht nämlich schon, wie ihr hört. Eieieiei. Hilfe! Es ist ein bisschen Fummelarbeit und wie gesagt, die Dame möchte es ja als Geschenk haben, als Geschenk machen. Ist eine super Idee, denn vielleicht das Lieblingstier rein, entweder was man zu Hause hat oder. Also, ich habe das jetzt hier angeklebt, bis dahin. Wird wahrscheinlich gar nicht so reichen, denn ich habe mich nicht darauf vorbereitet, denn ich wollte erst später basteln. Ich denke mal, das ist günstiger, wenn man das auf die Scheibe schon fertig macht. So. Bilder habe ich natürlich jetzt nicht mehr. Da war ursprünglich ein Foto von meinem Ex drinne. Muss ja nicht sein. So, genau. Dann nehmt ihr den nächsten Streifen. Der wird dann auch hier festgeklebt. Was ich jetzt machen werde. Komm, bleib hier. Und ich möchte aber noch dazu sagen, dass ich nicht nur Bling Bling bastel. Ich bastel auch noch andere Sachen, ne? Im Moment fällt mir jetzt dazu nichts ein. Also zu Ostern habe ich ja letztes Jahr ein kleines Ei gebastelt mit einem Küken drinne. Ah, da fehlt hier oder da etwas. Aber es wird schon. Und durch sowas wird es eben ein bisschen schief manchmal. Du sollst hier an meiner Hand kleben, du sollst hier dran kleben. Ja, ich spreche auch manchmal mit den Gegenständen. Das ist so im Alter. Der will nicht so, wie ich will. Der machen wir irgendwie nochmal ab. Das habe ich zu lange gebraucht. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. So sieht's aus, so geht's raus. Und die Scheibe ist schmutzig. Sollte man vorher, die ist von der Seite schmutzig. Okay, kann man ja putzen. So, also ist es auch dran. Und jetzt natürlich die Seiten, die muss man natürlich sich auch ein bisschen abmessen. Und zwar in dem, ganz wichtig, nicht die ganze Breite. Entweder er macht die Seite kürzer oder die Seite kürzer. Weil. Wenn ich jetzt hier das drauf mache, sieht es nicht so schön aus, sonst ist es doppelt gemoppelt. Also mache ich das so von hier nach hier. So, und das ist jetzt hier.
Das ist das Schöne, das ist wie so ein Netz, das man schneiden kann, je nachdem, wie die Größe ist. Ne? So, wieder zwei. Und dann gucken ja hier so ein paar Fäden raus. Wo sagen wir denn jetzt hier? Andersrum. Da könnt ihr das ja nicht sehen, wa? Hier gucken ein paar Fäden raus. Die schneide ich gerade. Passiert nichts. Dolle sind mit der Chiro nicht mehr, aber da ist schon fertig. Okay, super. Passt. Ganz fantastisch. Klebe. Ich mache das mal jetzt, wie gesagt, hier auf die Scheibe. Das ist für mich jetzt hier am günstigsten. Ich arbeite jetzt aber am liebsten immer mit dieser Heißklebepistole. Das finde ich sowas von genial. Tolle Erfindung. Habe sogar meine Brillen damit schon geklebt. So. Haben wir schon fast fertig, ne? Und jetzt kommt das obere noch. Oben, unten, wie auch immer. Man sollte ein bisschen gerade rutschen. Das ist, was die Nachbarin meinte. Aber das erfüllt den Sinn. Den Zweck. Und da muss ich wieder ein bisschen schneiden und zwar wieder die Fransen hier ab, damit es passt. Und da ist super. So, jetzt, also ich sage ja, mir fällt alles runter. Mich müsst ihr mal kurz entschuldigen. Ich muss mal auf den Fußboden. Jetzt ist gleich weitergerollt. Wenn ich mit meinen Schmerzen das halt könnte. Ja, alte Oma. Ich habe es. Und vorher Dinge passieren halt mal. So, ich habe es also wieder. Ich mache jetzt den Rest hier ran. Ich habe hier auch schon wieder was an den Fingern. Da will er nicht. Dann wird er danach noch mit nachstopfen. So. Also Sekundenkleber und oder Heißpistole hier. Heißklebepistole, das ist nichts für einen Fünfjährigen, ne? Das muss dann schon die Mama selber machen. Mama kann lediglich ein Geschenk basteln, wo dann eben, das will einfach nicht. Warum will ihr nicht? Das ist ja ein doofes Ding, wa? Okay, ob ich hier noch was rauskriege jetzt? Ja. Jetzt bleibst du aber dran. So, sag ich jetzt einen Moment noch hier antrocknen. Und so sieht der Bilderrahmen denn aus. Das ist denn, ja, die Größe ist dieselbe wie das hier. Bloß hier habe ich es dann so gemacht, ich habe es eigentlich einfach nur aufgeteilt, weil ich da eben zwei Bilder reinmachen wollte. So rum. Weil ich zwei Bilder reinmachen wollte. Einmal war ich und einmal war mein Freund. Sind raus, ist nicht mehr. So, und wie gesagt, so ist es dann in Gold. Da habe ich ein größeres noch. Da, oh, die Scheibe ist drinnen. Guck an. Naja, gut. Ich dachte, die Scheibe wäre draußen.
So, und hier ist es jetzt also auch so. Ich muss mal jetzt gucken, ich hatte was rausgesucht nochmal schnell. Ein Foto. Ich hatte ja nun nichts großartiges mehr. Keine Bilder. So sieht es denn aus. Ne? Sieht doch besser aus, als wenn es ohne dem wäre. So, und naja, den Mann vergessen wir jetzt schnell. Und das ist das, was ich dir jetzt auf die Schnelle in den paar Tagen zeigen konnte. Das Hinterteil habe ich jetzt hier nicht mehr, aber da kann man ja auch ein Stückchen Pappe machen und das Bild davor und dann hast du auch einen Bilderrahmen. Und dann ein schönes Bild rein, entweder das Lieblingstier deines Sohnes oder eben auch, oder auch für die Töchter, wie auch immer. Aber das ist eine tolle Idee. Und ich fand die damals schon schön und ich finde sie immer noch schön. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran. Und gutes Gelingen wünsche ich euch natürlich dabei. Und passt ein bisschen mit den Fingern auf den, beim Sekundenkleber. Es gibt auch Spezialkleber. Ne? Und wenn ich jetzt hier aber, ich habe mir in meiner, warte mal. Ach, jetzt zeige ich euch die Blume da drauf. In meiner Bastelkiste. Hier ist ja meine Bastelkiste. Da habe ich, Moment, ja. Da habe ich auch dieses Band. Dieses Band ist auch zum Basteln, aber eben zweiseitig. Zweiseitiges Klebeband. Das habe ich immer benutzt für meine Bilder hier. Ich werde einfach mal ein Stückchen abschneiden, damit man sieht, wie das aussieht. So, zack, habe ich mir auch in so einem Bastelladen geholt. Jetzt natürlich das wieder abkriegen, das ist natürlich wieder eine tolle Sache. Aber vielleicht geht das, wenn ich das jetzt erstmal drauf klebe. So. Draufgeklebt. Natürlich jetzt natürlich am Rand, das ist jetzt nur zur Probe, ne? Ja, ich hab's ab. So. Und wenn man dann, kann man natürlich auch machen. Zweiseitiges Klebeband. Klebt auch. Ist natürlich vielleicht nicht ganz so gefährlich mit Kleben und so. Und ich dachte erst, dass man das weitaus mehr sehen würde. Aber sieht man gar nicht. Jedenfalls nicht so extrem, ne? Finde ich doch ganz gut, die Idee. Ja, ich habe jetzt hier den Rest hier genommen und habe die dann daran geklebt. So, also das war mein letzter Tipp gewesen noch. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Vergnügen und in der Hoffnung, dass sich der Beschenkte dann auch freut. Und viel Vergnügen, viel Spaß. Bye, bis zum nächsten Mal.